Mein Mitbewohner und seine Freundin stressen mich todes. Sie halt die ganze Zeit. Und ich habe daraufhin angefangen, die PlayStation aufzudrehen, damit ich sie nicht dabei hören muss. Daraufhin hat sie angefangen, mich den Spritstopper zu nennen, weil sie sagt, dass sie zu den ganzen Street Fighter-Gestöhnen nicht ans Ziel kommen kann. Sie gibt mir auf jeden Fall mies auf die Hallkoden. Jeden Morgen leere ich meine Fleischtube unter der Dusche, um gelassen in den Tag zu starten. Und ich habe dann irgendwann angefangen, die Kappe von ihrem Duschgel abzuschrauben und meine Creme de la Creme da reinzuschütten. Ich habe dann natürlich die Kappe wieder aufgesetzt, gut durchgeschüttelt und die Flasche da reingetan, wo sie hingehört. Das geht jetzt vielleicht einen Monat so. Naja, gestern kam er zu mir an und meinte, sie habe ihre Periode verpasst und sie scheint wohl schwanger zu sein. Und sie wollen es behalten, weil er ihr vertraut. Naja, eigentlich könnte mir das Hundefotzen egal sein, weil ganz ehrlich, sollen sie das Kind doch erziehen. Solange sie es erzieht, wird es eh ein Dreckskind, oder? Das Problem ist aber, sie sind beide weiß und ich nicht. Was ist die Chance, dass ich der Vater bin? Im Ernst, hinterlass mir bitte einen Kommentar, ich brauche ganz dringend Hilfe.